Der Sauerstoff ist fertig. Gehen Sie weg. Gehen Sie weg. Auf den Sauerstoff. Ja. Ist okay. Da hat sich gerade was bewegt. Hier ist es war richtig. Es hat gezurbt. Ah, da haben wir sie. Und mir ab, Scotty. Ja, brauche ich jetzt die Zelle oder brauche ich die jetzt nicht mehr? Ich kann mir nicht vorstellen, dass das verletzt ist. Da ist noch eine Kiste. Genau das wollte ich haben. Ein Blueprint, was schon wieder nicht funktionieren wird. Ja, wir sind hier in der Alexis, was sollen sie da rinschmeißen? Die hängen schon jetzt hier ganze Zeug verprassen. Und jetzt gerade mal eben. Also jetzt haben wir 1% gemacht. Also wir sind jetzt über 20 Minuten unterwegs. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Planet Crafter mit mir in Carbin. Wir haben in der letzten Folge die Fusionszelle freigeschalten. Haben es auch aktiviert da oben. In diesem Truck. Da wurden jetzt 2 Räume freigeschalten. Den einen haben wir untersucht, den anderen haben wir uns für heute aufgehoben. Das werden wir machen. Was ich sagen muss, wir haben ja auch einen Blueprint gefunden. Ist natürlich für ein Popis, weil, wie gesagt, wir haben alle freigeschalten und ja, genau dasselbe wie bei den anderen Blueprints auch. Kannst nie freischalten, weil ist nicht. So, Sauerstoff ist fertig. Wie oft willst du denn da noch aufdrücken? So. Ich habe hier noch Sauerstoff. Jetzt holen wir uns mal das nächste Räumchen. Dann geht man mal weiter. Nee, vor allen Dingen müsste doch auch langsam das hier mit den Insekten losgehen, wa? Und sie ist an. Wie gesagt, muss ja auch irgendwie nochmal nach oben gehen oder so. Vielleicht ist da auch noch was. So. Der ist nämlich auch noch nicht untersucht. Gehen Sie weg. Gehen Sie weg. Auch den Sauerstoff. Ist bloß eine Kiste, so wie es aussehen tut. Nach oben kommen wir schon mal nicht. Ja. Ist okay. Ist jetzt nicht das, was ich mir erhofft habe, aber ist okay. So, aber trotzdem muss ja auch irgendwie noch nach oben kommen. Hab ich hier noch irgendwas übersehen? Nee, hier ist kein Raum. Das ist ja spärlich. Sage ehrlich, es ist spärlich. Guck mal hier. Sagt. War mal drin gewesen. Oh, steht mit der Fusionszelle. Warum sieht denn die Tür nicht auf? Weiß es nicht. Weiß es doch einfach nicht. Hier vielleicht noch ein Räumchen aufgegangen. Naja, gut, hier ist kein Räumchen, was aufgehen könnte. Aber wo soll denn hier. Ich habe gedacht, wir kommen noch nach oben. Bin mir fast sicher, dass es noch nach oben geht. Weiß bloß noch nicht wo. Na, jetzt laufe ich natürlich hier rum wie ein angestochenes Huhn. Weil ich jetzt so unbedingt Sachen finden will, die wahrscheinlich ja nicht da sind. Kann ich die da rausnehmen? Ich muss die ja nicht neu bauen. Ich habe gedacht, ich muss jetzt pro Dings eine bauen. Das ist ja geil. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Nehmen wir gleich wieder mit. Gut, aber hier ist denn nichts mehr. Da ist ja nichts mehr. Ich habe wenigstens gedacht, dass die Monitore oder sowas annehmen. Eine versteckte Botschaft. Nö, hier ist alles. Naja, gut, dann gehen wir mal bei den anderen Rugs rein. Vielleicht finden wir ja doch noch irgendwo was. Sagt, vor allen Dingen, ich weiß ja jetzt ja nicht, wo ich den anderen gefunden hatte. Ist noch. Irgendwann noch hier, wieso ich die Zelle drin schmeißen kann. Geh mir aus dem Weg. Gut. Okay. Muss ich aber mein Inventar wieder leer machen. Ich habe gedacht, ich muss jetzt für jeden eine Zelle herstellen. Ist ja auch wieder. Mir jetzt so ein bisschen was vorgestellt. Oh mein Gott. Panik. Und dabei ist es total billig. Eine spezielle. Kein Versteck. Vor allen Dingen.
Ach, Idiot, das ist der falsche Raumschiff. Da hinten ist es ja mit dem Oberdeck. Sorry. Hab's verwechselt. Komm vor. Naja, gut. Dann schauen wir jetzt mal bei jedem Fragteil nochmal nach, wo was drinne versteckt sein könnte. Nicht wahr? Das ist eine gute Idee. Und sehr aus. Ah gut, dann brauche ich ja doch nicht mehr herstellen. Ist ja spitze. Hm. Kommst denn darin? Ich hab das extra unten reingeschmissen, weil ich gedacht habe, ich muss da nochmal was bauen. Nicht bauen. Entweder sortieren. Scheißendreck. Oh. Osmium, dann mache ich hier den Kristall auch hin. Genau. So werden wir tun. So, dann kommt das Stäbchen kommt darin. Naja, gut, dann kann ich mehr Reaktoren, bauen. Ja, und auch nicht das Schlechteste. So. Mit Aluminium kommt weg. Das ist so hell. Und welche sind? Kürbische? Ach, wie ist das? Da ist auch nur 150er. Naja, gut. Weiter geht's. Zum nächsten Frack. Mein Gott, ich werde hier ein Frack. Da frack ich mich doch, für was die ganze Schoße sein soll. Weil hier war nichts. Nee, das war beim Großen. War trotzdem. Mal gucken, kann dir nicht schaden. Weil das sieht nämlich noch sehr, sehr gut aus. Vielleicht kann ich ja damit nochmal eben abheben. Immer hier rum, nee. Aber das habe ich ja schon erwartet. War mir bloß noch nicht so sicher. So, ab zum nächsten Frack. Da hinten und ich glaube da, wie gesagt, da ist der nächste Generator. Oder bei dem Rad. Ich habe keine Nahrung mit bei. Sehr, sehr dumm. Das sollte ich mal nicht machen. Aber dann gut, ne? Ja, was machen wir denn? Jetzt haben wir denn das freigeschalten und dann das. Die Insekten, das, keine Ahnung, was danach kommt, tut 100% dauert bestimmt noch ein, 2 Sekündchen. Oh, dann nehme ich mal Wasser mit. Kann auch nicht schaden, wenn wir da drinnen sind. Ja. Warte mal, jetzt was essen und dann... Mann! Oh, jetzt. Jetzt sind wir bereit. Gib mir nochmal schnell auf die Anzeige. Ah. Wir sind denn gerade mal bei 60. Und jetzt hat es irgendwie aufgehört. Ich weiß noch nie. Ich werde wahrscheinlich dann später einen Cut setzen. Also, jetzt nicht wie gestern, sondern wenn die Folge zu Ende ist. Und werde versuchen, das irgendwie noch hochzubrühen. Ich weiß ja nicht, wie lange das dauert. Ich habe gedacht, da man sieht jetzt schon ein bisschen was. Nicht, dass hier das, was hier ab und zu mal vorbeifliegen tut. Wenn die Insekten sind, dann ist das sehr billig. Ich warte hier mit krabbelnden, fliegenden Zeug. Erwarte ich hier. So. Dann nochmal Water. Sauerstoff und ab wieder. Ah, das ist jetzt ja schon etwas größer.
Frage jetzt wegen Orientierung oder so, sagen wir, bin ich gewachsen oder was? Gut, das könnte auch ein Problem sein. Was die Orientierungsfindung an ihn tut. Mal hier rum. Herum. Vielleicht oben. Ja, stimmt, hier sind auch hier noch Türen. So, wo ist denn. Hier schon mal kein Reaktor. Und da geht es los, das große Gesuche. Toll. Aber da spitze. Vor allem in den Raum muss ich ja dann auch wieder finden. So. Da geht es wahrscheinlich dann auch rein. Aber vielleicht auch. Bin mir aber nicht so sicher. Sehr, sehr gut, hier einen Wald drin zu setzen. Eine sehr, sehr gute Idee. Badete. Oh, jetzt links oder rechts? Nee, ist egal. Aber hier sind wir richtig. Seid einfach die Klappe halten. Gut, dann ist sie hier doch nicht. Naja. Gut. Ich habe ja auch gesagt, ihr habt entweder hier oder eben halt. Kann noch sein, das Riesenrad. Ja, das Riesenrad ist das Einzige, wo jetzt mir in den Sinn kommen tut, wo es noch sein könnte, weil sonst habe ich keine Ahnung. Aber ich gehe mal davon aus, dass genau dasselbe drin sein wird, wie in diesen anderen. Oh. Wird jetzt, weil ich immer Sauerstoff benutzt. Ist ja nicht so schlimm. Ja, wir werden wahrscheinlich genau dasselbe Material kriegen, was wir nie gekriegt haben. Da hinten drinne. Also, ich mache jetzt mir nicht die Hoffnung, dass da der geilste Scheiß drin ist. Aber naja, gut. Alter, wir haben fast 600. Und Insekten nicht die Spur. Was hätte das gerade Insekten darstellen, wart? Kann ich mir nicht vorstellen. Ich weiß jetzt noch nicht. Da hat sich gerade was bewegt. Hier ist es war richtig. Es hat gezorbt. Aber erstmal brauche ich Sauerstoff. Sauerstoff und Physigkeit. Oh, schon angenehmer. Naja, gut. Dann gucken wir mal, was da drin ist. Lasset uns hineingehen. Ich hab gedacht, da gibt es eine kleine Kleinigkeit hier so. Naja, gut. Es ist eine Kleinigkeit, was wir bekommen haben. Oi. Ihr sagt. Wir beschweren uns nicht. Ist ich jetzt darin? Nee, oder? In the water? Nee, nicht trinken, du sollst da durch, angeblich. Hm. Blubbel liegt mir mal hier durch. Hier kann es nie sein. Ja, hier, genau. Oh, sind wir hier falsch? Also, was ist das? Ich muss ja hier irgendwo sein. Ah, da haben wir sie. Pump mir ab, Scotty. Gut, abgepumpt wird schon mal nichts. Ja, brauche ich jetzt die Zelle oder brauche ich die jetzt nicht mehr? Also rein theoretisch bräuchte ich die jetzt nicht mehr, ne? Hier ist ja nicht mehr. Muss da vorne die Tür gewesen sein. Oder auch hier. Nee. Doch. Oh. Kann mir nicht vorstellen, dass das alles ist. Oh. Da ist noch eine Kiste. Hey, ein Blue. Hey, auf genau das wollte ich haben. Ein Blueprint, was schon wieder nicht funktionieren wird. So, hier ist ja auch noch eine große Tür gewesen, aber ich glaube nicht, dass die auf ihn tut. Auf ihn gegangen ist.
runter. Die ist noch zu. Hat sie nur die öffnen. Will ja nun auch nicht hier. Muss nochmal zurück. Das kann doch nicht alle sein. Kann nie glauben, dass das alles ist. Ich will nie glauben, dass das alles ist. So. Da ist die Seller. Das habe ich gerne leer gemacht. Geh mal kurz hier um die Ecke und guck mal darin. Und hier oben ist ja auch nichts. Sehen können, dass hier oben irgendwas aufgegangen ist. Und das ist doch erst aufgegangen. Anscheinend war wohl doch alles. Guck mal, da ist ein Loch. Das war alles. Na toll. Noch nichts. Außer hier das Büssel. Der Büssel hier. Dafür habe ich die ganze. Ja, das Büssel habe ich hier das gemacht. Na, ist ja knark, ist das da. Ich könnte brechen. Ein Raum? Man merkt, ich komme damit nicht klar. Bin gerade ein bisschen unterwältigt. Hier bloß meine Zelle will er ja. Kann sie behalten. Ja, das Ding. Da drüben hat sich mehr gelohnt. So, halt mal fest, zwei Räume. Nicht das, was ich erwartet habe, aber naja, gut. Ich habe zwei Rezepte gekriegt, mit denen ich nicht anfangen kann. Und nicht freischalten kann, weil ist ja nie da. Tolle Ding. Ist ja wieder spitze. So ein bisschen mehr hätte ich jetzt noch schon erwartet. So, da bin ich auch wieder. ein bisschen länger gedauert. Ich habe hier noch ein bisschen Eisen und so ein bisschen gefarmt. Und ich muss sagen, was die Reaktoren angehen tut, bin ich ein bisschen unterwältigt. Ja, wir sind hier in der Alexis. Was sollen sie da rinschmeißen? Wenn ihr nicht schon jetzt ihr ganzes Zeug verprassen. Aber was noch schlimmer ist, ich zeichnet euch mal. Wir sind jetzt eine ganze Weile unterwegs gewesen. Jetzt hier mit Reaktoren und hast du nie gesehen und. Wir haben jetzt gerade mal jetzt haben wir 1% gemacht. Also wir sind jetzt über 20 Minuten unterwegs. Ohne prima Daumen. Ist schon. Ah. Ach, hier ist auch was zum Essen. Und zum Trinken habe ich auch noch. Naja, gut. Ich werde jetzt aber auch nicht warten, dass wir jetzt die Insekten fertig kriegen, weil sonst sitzen wir noch die nächste Woche hier. Ich werde das jetzt hier erstmal beenden, das Let's Play. Ich sag mal so, es hat Potenzial. Da ist aber auch noch sehr, 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 sehr viel zu tun an diesem Spiel. Also, ihr könnt mir vorstellen, wie gesagt, dass hier sowas wie Factory noch reinkommt, hier irgendwas in der Richtung. Weil, wie gesagt, eine Rakete haben sie schon da. Dass sie irgendwas machen, dass man hier, ja, nochmal ein bisschen mehr Beschäftigung hat. Ja, vor allen Dingen mehr Baumaterial muss da sein. Also, ich kann bauen bis zum Miet nicht mehr. Habe ich keine Probleme mit. Aber das müsste mir ja da sein. Ich kann hier nicht halt mit Blöcke zu ploppen. So, dann werden wir da oben die letzten zwei Teile setzen. Dann will ich ja auch vernünftig hier aufhören. Aber wie gesagt, ich werde das Spiel im Auge behalten. Auf jeden Fall. So, wenn da noch so das wär so eine Bombe, wenn sie jetzt noch so was wie Factory drin machen, dass sie hier irgendwas maschinell machen. Das wäre so geil. Das muss ja hier nichts sein mit Waffen oder so. Muss nicht. Also, das kann auch mal hier so ein Bauspiel sein, aber muss schon irgendwie, sagen, irgendwie ein Strategieteil mit drin machen oder so. Man nimmt halt Material oder so noch produzieren muss. Nachspiel? Geht's dir jetzt abkoten oder was? Ist jetzt auch zu viel oder was? So, jetzt sind wir hier oben. Jetzt werden wir noch schnell die Dinger herstellen, hinstellen, sagen wir mal so. Man will ja auch alles fertiggestellt haben. So, jetzt Frage an euch. Wie sieht's aus? Habt ihr das Spiel euch auch gekauft und was sagt ihr dazu? Seid ihr zufrieden oder gar nicht euer Fall, oder, naja, gut. Wie gesagt, das sind noch nicht fertig, da brauchen wir nicht drüber sprechen. Wie gesagt, eine Early Access. Aber würde mich mal interessieren, was ihr dazu sagt.
Immer in die Kommentare. Ich lese es. Keine Scheu, ich beiß nicht. So, dann stellen wir mal die Titan und Eisen haben bei gerade hin. Ich halte mit bei. Vor allen Dingen, hast du die Hand. Ich hab mir die ganze Zeit eingebildet, dass die Eisenteile doch da sind. Aber sind sie nicht. Oh, wir haben es fertig. Aber das alles so ein bisschen versetzt, wie gesagt. Das ist schräg. Aber warum ist denn das schräg? Ich muss ja hier was dazwischen setzen und da nicht. Und kann das trotzdem dran setzen. Wie schräg ist denn das? Ja, wie gesagt, ich werde das jetzt noch ein bisschen mit Glas auskleiden. Aber wie gesagt, davon werde ich jetzt kein Video machen. Wenn es weiterhin tut, schauen wir weiter, wa? Spiel, hör mal bitte jetzt auf zu ruckeln. Also, zu stottern. Muss jetzt zum Feierabend nicht sein. Ja, wie gesagt. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Und wir sehen uns beim neuen Projekt wieder. Also, ich bin dann raus. Tschüss. Oh mein Gott. Also, bis dann, ich bin raus. Tschüss.